Hallo, grüß dich, Michael, zu diesem Hallo Thomas. Entwickler Real Talk heute. Eine wirklich richtig coole, interessante Frage an dich. Jetzt nämlich in den letzten Sales Calls, die ich in den letzten Tagen hatte, immer wieder eins untergekommen. Also wirklich gute Entwickler, die bei mir anfragen, meine Agentur auch zur Unterstützung für Vertrieb und Marketing, die sagen, die erzählen mir so ein bisschen was von sich und ich stelle fest, ja, die können wirklich was, haben wirklich was auf dem Kasten und dann kommt irgendwann mal die Frage so, ja, wir haben so ein bisschen das Problem, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir verkaufen sollen. Also was sollen wir jetzt eigentlich unseren potenziellen Kunden verkaufen? Ja, und das finde ich mal so ganz interessant, ne, weil sie sind wirklich gut in dem, was sie machen und sie betreuen ja schon permanent Kunden und stellen sich trotzdem immer noch diese Frage. Ja, und ich meine, letztendlich ist es ja eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich meine, ihr müsst einfach nur mal zusammenrechnen, was habt ihr die letzten drei, zwei, je nachdem, wie lange es euch gibt, 5 Jahre, 10 Jahre gemacht? Was waren die erfolgreichsten Projekte? Ja, sich Gedanken darüber machen, warum, weshalb? Ja, und was waren das für Technologien, für Branchen, für Größenordnungen? Und das Ganze halt einfach mal runterbrechen und dann sagen, okay, wir hatten insgesamt 100 Kunden, das hat am besten funktioniert, das hat am meisten Spaß gemacht. Das war am lukrativsten und dann die Schnittmenge daraus ist dann sozusagen das, was wir bevorzugt an unsere potenziellen Kunden verkaufen. Es ist eigentlich relativ ganz einfach, aber ich weiß nicht, wie würdest du das sehen? Ja, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube, ein ganz fundamentales Problem ist, und das erklärt auch vieles, ist, dass Kunden keine Fantasie haben. Also sprich, wenn du ihnen sehr konkret sagen kannst, wir verkaufen das, wir verkaufen eine Software für Vertragsmanagement in Finanzinstituten zum Beispiel, dann ist dem Finanzinstitut, dann ist schon mal klar, wer ist der Kunde im Finanzinstitut. Und zweitens ist dem Finanzinstitut klar, wo ist das, wo kann ich das auf der einsetzen im Vertragsmanagement. Also wenn ich da irgendwie als einfaches Beispiel. Du meinst Wenn du sagst, wir machen. mit Fantasie meinst du abstraktes Denkvermögen, oder? Nein, ich meine, Sie können mit der Aussage, wir machen dir individuelle Software, nichts Ja. anfangen, weil sie nicht, sich nicht vorstellen können, wo ihnen diese individuelle Software denn behilflich sein Der kann. Anwendungsfall. Den Okay. Anwendungsfall, genau. Also Ja. ja, also das, was wir so machen, das machen wir halt in Excel, das funktioniert eigentlich so ganz gut. Aber diese Vorstellung, dass man das zum Beispiel die pflegen ja zum Teil monströse Excel-Tabellen. Die Vorstellung, dass man da vielleicht mit einer individuellen Software, die irgendwo auf einem Server läuft, dann mit Login und, keine Ahnung, Auditfähigkeit und schieß mich tot, irgendwelchen Schnittstellen zu E-Mail und sowas, dass man da halt vielleicht für ein überschaubares Geld in einen ganz anderen Workflow, ganz anderen Kunden oder nicht Kunden, sondern Mitarbeiter nutzen zum Beispiel schaffen kann. Das fehlt ihnen an Fantasie, sondern da wird halt dann in der Excel gepflegt, dann wird die Excel irgendwie von jemandem ausgewertet, der dann händisch noch die E-Mails rausschickt oder so. Also ich würde es dann sagen, wenn ich es schon gesehen hätte, oder dann werden noch mit irgendwelchen gedruckten Papierbögen zu Maschinen gelaufen und da die Fräsen dann gefahren oder sowas. Da fehlt halt einfach, die Kunden sind dann halt sehr oft in ihrem täglichen Doing drin und da fehlt halt dann einfach die Fantasie, sich vorzustellen, das, was für den Entwickler so ganz alltäglich ist, weil es jeden Tag macht, irgendwelche Automatisierungen zu schreiben, fehlt beim Kunden oft als Fantasie. Und darum kommt man eben mit der Aussage, ja, ich baue dir eine individuelle Software, kommt man nicht weiter, weil einfach der Kunde es sich oft, also es ist halt komplett ein bisschen verallgemeinernd, aber das ist halt so die Erfahrung, die ich gemacht habe, sich oft gar nicht mal vorstellen kann, wo ihm das denn helfen könnte. Also gerade wenn du jetzt mit Kunden redest, die halt eigentlich so die Wunschkunden auch tatsächlich werden, weil sie selber noch nicht so in der Digitalisierung drin sind. Wenn der Kunde schon in der Digitalisierung ist und praktisch sich da selber seine IT-Abteilung und seine Software-Abteilung unter Umständen sogar hat, die auch selber programmieren, dann hast du halt oft das Ding, dass die halt ganz konkret jemanden brauchen, der das und das und das kann und dann halt zum möglichst günstigen Preis. So dieses, als Team entwickeln deine Software, das schlägt halt oft bei den entsprechenden Leuten eben, findet es keinen Anklang, weil sie halt dann sich einfach gar nicht vorstellen können, was das alles bewirken könnte.
Und darum tust du dich auch leichter, wenn du irgendwie ein konkretes Softwareprodukt hast, weil da brauchst du dann eben nicht diese Vorstellungskraft, was das könnte, sondern kannst einfach sagen, okay, das und das und das gibst du ein, das und das kommt raus und dann dreht sich hinten der Roboterarm auf die und die Position. Ja. Also apropos da, wir haben ja einiges an Videos gedreht zum Thema Fallbeispiele, bestimmt an die 25 oder so, also alles auch auf unseren Kanälen, den zu begutachten, genau aus diesem Grund letztendlich. Aber interessant, du hast jetzt sozusagen ein bisschen begründet, warum der Kunde das sich nicht vorstellen kann, aber selbst die Entwickler, Softwaredienstleister können sich halt manchmal nicht Ja, vorstellen, was. die verlassen sich halt dann zu sehr halt auch drauf, dass der Kunde ihnen sagt, was er denn gerne hätte. Und dann hast du halt genau Ja. diesen luftleeren Raum, wo der Entwickler sagt, Das okay, ist ja, ich ein baue dir alles, wichtiger Punkt. was du dir Ja, ja, vorstellen ja. kannst. Und Ja, der Kunde genau. sagt, ja, ich kann mir aber nichts vorstellen. Also der sich vorstellende Faktor zwischendrin fehlt. Wenn du halt konkreter sagst, okay, wir machen dir eine Automatisierung von deinem Bauprozess oder wir machen die Digitalisierung deiner Akten oder sowas. Also wenn man da so eine gewisse Domain-Expertise auch schon hat, dann tut man sich damit halt so ein bisschen leichter, weil man dann sagen kann, okay, wir kriegen das hin, dass wir halt, was weiß ich, halt dann den Workflow an der Maschine halt optimieren. Mit dem PC, der auf der Maschine drauf montiert ist oder sowas. Ja. Dann ist es halt für den Kunden greifbarer, dann kann er sich eher was zum da vorstellen und der Anbieter kann halt auch wenn es dann immer noch kundenspezifisch ist, aber der hat halt dann schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Einfach nur zu sagen, wir machen, auch zu sagen, wir machen Laravel, also oder PHP oder irgend sowas. Also, dass du halt eine Technologie vorgibst, das ist dem Kunden, wenn der an der Stelle ist, dass er noch gar nicht weiß, was er damit anfangen soll, ist dem die Technologie erstmal ziemlich egal. Ja, genau, das ist halt so auch so ein bisschen das, was mir jetzt wirklich was den Punkt Nagel auf den Kopf getroffen hat. Das ist zum Beispiel auch dieses, da treffen sich Männlein und Weiblein sozusagen, wollen ins Kino gehen. Ja, treffen sich auf der Straße und jeder wartet auf den anderen, einen Vorschlag zu machen. Aber keiner führt den anderen sozusagen, nimmt ihn an der Hand und sagt, hey, lass uns doch den Film anschauen. Der andere sagt auch nicht, die andere Dame sagt auch nicht, lass uns doch den Film anschauen. Ja, und am Ende sind sämtliche Filme abgelaufen im Kino und es ist irgendwie 1 Uhr morgens und die stehen immer noch genau auf der Straße. Ja? Also es ist letztendlich genau das gleiche Bild, wo wenn halt irgendwie beide Seiten aufeinander sozusagen und keiner dazu bereit ist, in der Regel ist es ja so, der Dienstleister führt den Kunden. Ja, ich sehe es ja auch mal wieder in meinen Gesprächen letztendlich. Ja, die kommen dann letztendlich, schauen sich YouTube-Videos oder googeln mich oder was auch immer und haben schon eine gewisse Vorstellung und so weiter, aber warten dann trotzdem noch, bis ich sie quasi im Gespräch, ja, im Kennenlerngespräch dann auch ein Stück weit auch an die Hand nehmen und führe. Ja, und Also selbst es wenn sie es kommt nicht natürlich, bewusst, wenn sie es nicht bewusst wollen, dann eben unbewusst. Ja, weil es ist ja so, ja, ich gehe ja letztendlich nicht ohne Grund an einen externen ran. Also ich gehe ja nicht an einen externen, um sozusagen den dann führen zu müssen. Das ist ja also es irgendwie kommt natürlich sehr auf den kontra. Kunden drauf an. Also wie gesagt, wenn der Kunde schon eine eigene Softwareentwicklung hat oder halt seine Dienstleister hat, wo er sich auskennt, aber weiß, was er von denen abfragt, dann ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da kommen Ja. dann durchaus auch schon die fertigen Lasten- und Pflichtenhefte oder dergleichen halt geliefert und dann muss man halt sich überlegen, dass man das dann einfach genau nach Vorgabe baut. Aber viele von den Kunden, die halt auch wirklich das Potenzial hätten, dann noch viel mit der Digitalisierung zu gewinnen, die sind halt oft auch genau in der Position, weil sie selber nicht die Vorstellungskraft haben, was da noch gemacht werden kann. Ja Und gut. es sagt ihnen halt auch keiner. Es sind die zwei grundsätzlich auch unterschiedlichen Variationen der IT- und Softwaredienstleistung. Ist letztendlich die sogenannte verlängerte Werkbank, also sozusagen der große Kunde und die verlängerte Werkbank, häufig auch Near oder Offshore oder sowas, weil günstiger und weil relativ stupide, in Anführungsstrichen, Aufgaben dann einfach abgeleitet werden sozusagen zum möglichst günstigen Preis. Und also sozusagen das Verhältnis ist dann sozusagen dominanter Kunde und weniger dominanter Dienstleister, der einfach vorgegebene Aufgaben eben einfach ab, arbeitet sozusagen. Und das andere Verhältnis sozusagen, das ist ja genau dein Ressort, du bist ja der innovative Prototypengestalter, sozusagen, also Kunden kommen ja an dich ran, weil sie eben genau von dir warten, ein Stück weit geführt zu werden und mit neuen Ideen zu kommen und darauf hingewiesen zu werden, ein Stück weit Betriebsblindheit aus dem Weg zu räumen oder einfach
auch neue Ideen mit einzubringen und neuen Wind und frischen Wind. Und das sind ja mal diese zwei grundsätzlichen auch verschiedene. Oder gibt es noch eine andere, eine dritte, eine Vari also Varianten Ja, also der die IT-Dienstleistung? Extreme, würde ich sagen. Also es ist halt eine Skala und das sind so die zwei Extreme. Hm. Es gibt da definitiv auch zwischendrin, dass Haben ja auch beide mehr ihre auch, Daseinsberechtigung, also ja. davon mal Nee, abgesehen, ne? Also ja, klar. vollkommen klar. Und das ist halt eine ganz völlig andere Geschichte. Ja, aber du hattest mich ja gefragt nach der Frage, wir wissen nicht, was wir verkaufen. Also wenn du dich, sag ich mal, auf die konkrete Technologie fokussierst, also dass du sagst, okay, wir machen C-Sharp oder wir machen PHP oder also können ja auch mehrere sein, wenn du mehrere Leute hast. Wir machen PHP oder wir machen Java oder was weiß ich, dann musst du aber halt den Kunden haben, der konkret mit der Technologie auch was anfangen kann und der konkret diesen Bedarf hat. Aber dann, wenn du da mit einem vernünftigen Stundensatz auch reingehst, dann hast du da auf jeden Fall Gehör. Das Schwierigere ist halt, was erzähle ich einem Kunden, der eben da, mit dem die Technologie erstmal eigentlich ziemlich wurscht ist, weil ja, für den schaut das eine wie das andere aus im Endprodukt, der aber noch gar nicht irgendwo überhaupt auf dem Trip ist. Was kann ich denn überhaupt mit Digitalisierung erreichen? Wo sind denn da die Potenziale? Wie viel Ja. spare ich mir denn da überhaupt ein? Ja, klar, weil dann geht es ja auch schnell in die Beratung rein, zum Beispiel. Ja. Ist ja dann fast gar nicht mehr zu trennen eigentlich. Also Nö, Beratung also, und Ding, genau. Ja. Ja, okay, cool. Ja, ist letztendlich auch im Vertrieb und Marketing das Gleiche. Also wenn jemand sagt, okay, wir sind offen für Neues oder überhaupt, wir wollen mal unsere Prozesse im Vertrieb und Marketing überhaupt generell auf den Kopf stellen oder in Frage stellen, dann ist ja genau auch da die Verschmelzung zwischen operativer Unterstützung und Beratung genau das Optimale irgendwo, ist ja das Optimum, ist eine Schnittstelle. Also wenn ich einfach nur sage, hey, ich habe hier eine Liste von 1000 Firmen, einfach durchtelefonieren. Punkt, Ausschluss. Ja, also es ist ja genau, oder auch in anderen Branchen wahrscheinlich genau das Gleiche. Okay, cool. Dankeschön für das Gespräch, war sehr cool. Ja. Und was würdest du abschließend noch eine Frage, was würdest du sagen, wo ist eigentlich der große Unterschied zwischen der PHP-Welt und der Java-Welt? Weil das ist immer wieder Sache, das wird so oft gegoogelt, ich weiß nicht warum. Also, Oder kommt über die Google Ads? ja, jetzt trinke ich einen Krieg vom Zaun. Nein, Achso, ja, genau. Das ist sozusagen nein, also Apple versus Macintosh. ja, ich glaube, es ist sehr viel von dieser Frage PHP versus Java kommt aus der jeweiligen Projekthistorie. Also nicht aus der Sprachhistorie von den Sprachen, sondern jeweils, wie startet ein Projekt oder wie läuft ein Projekt los, auch mit welchen Leuten. PHP ist halt so klassischerweise, ist es die Standardinstallation auf sämtlichen Webservern, die man irgendwie so gehostet irgendwo mieten kann. Das heißt, wenn ich meinen Webshop aufmachen will, dann ist halt die Chance, dass ich mit irgendwas PHP oder meinem Blog oder meine Webseite mit ein bisschen Funktionalität, dann ist die Ja. Chance, dass ich da eine Umgebung habe, auf der das PHP halt schon fertig läuft, relativ hoch. Historisch ist es halt so, dass das PHP einfach, weil es zur Laufzeit interpretiert ist, nicht kompiliert und dergleichen, früher einen gewissen Geschwindigkeitsnachteil gegenüber einem Java hatte. Auch State ist halt so ein Thema, weil beim PHP halt bei jeder Aufruf der State halt neu evaluiert wird oder gezogen werden muss. Der ist einfach, es ist einfacher für einen Einsteiger reinzukommen. Daher ist es historisch halt einfach mehr auf der Einsteigerseite, während Java eben mit den ganzen Application-Servern und den dicken Kisten, die man da halt früher gebraucht hat, mit keine Ahnung wie viel Memory und was weiß ich, ist es halt eher so im klassisch professionellen Bereich halt angesiedelt. Also wenn man jetzt von den Enterprise-Servern redet, wo halt einfach die Kosten auch hinten raus ganz andere waren. Das heißt, je nachdem, wo das Projekt halt herkommt, ist es halt, kommt es halt aus so einer PHP-Ecke, wo halt mal ein Webshop gebaut worden ist, der dann größer geworden ist und so weiter und so fort. Oder so eine WordPress-Seite mal angefangen hat oder eine Drupal-Seite, die dann immer weiter ausgebaut worden ist. Und dann die schwierige große Business-Logik, keine Ahnung, also im Financial-Bereich ist ja Java sehr verbreitet zum Beispiel. Oder Kotlin ist ja so ein bisschen der Nachfolger. Das sind halt dann diese großen Kisten. Und ich würde jetzt, also ich habe jetzt vor kurzem auch schon wieder, oder hatte vor kurzem mal wieder ein kleines Projekt, wo ich auch PHP wieder eingesetzt habe, weil es da
aus technischen Gründen recht viel mehr Sinn gemacht hat. Man muss sich immer einfach einmal anschauen, was ist der jeweilige Use Case und was macht da einfach mehr Sinn. Ja. Hat beides seine Daseinsberechtigung. Das Gute ist Ja. ja bei dir, bei der GMP Soft, euch ist es letztendlich wurscht. Ihr könnt einfach PHP euch reinarbeiten, ihr könnt euch in ein Java-Projekt reinarbeiten. Also, Viele sind ja da da ist so es nun mal so ein festgenagelt Reinarbeiten auf des. eine einzelne Sache und können halt nichts anderes. Das hat bei euch so gut Ja, geklappt, ne? also für uns ist halt wichtig, also wie gesagt, wir hatten halt da das Projekt vor kurzem und da war halt, da hat halt PHP einfach massiv besser gepasst. Also bin ich auch froh drum, dass man halt das Wissen hat. Also einarbeiten, bei mir persönlich ist PHP-Wissen jetzt so ein bisschen eingerostet. Ich habe es in der Vergangenheit mehr gemacht, hatte auch Zertifizierung dazu gemacht. Müsste ich mich halt wieder so ein bisschen in die neuen Features rein tun, aber zumindest hat man so ein bisschen im Hinterkopf, erstens mal, was kann die Technologie, wofür ist sie geeignet? Und zweitens, wenn man es ja dann nutzt, dann ist man auch schnell wieder drin. Und das sehe ich halt als großen Vorteil bei uns, dass wir halt das nehmen, was fürs Projekt am besten passt und nicht das, was wir halt so standardmäßig am besten können. Ja, klar haben wir unsere Favoriten, also PHP ist jetzt nicht unsere primäre Entwicklungsumgebung, aber wenn es aus irgendeinem Grund dann auch in Teilen von dem Projekt halt Sinn macht, dann kann man das halt mit abdecken. Ja, cool. Okay, super. Ja, danke für das, für den Real Talk, Entwickler-Real Talk heute. War wirklich wieder mal sehr informativ heute. Und wenn ihr Ja. da draußen im Ether noch Fragen dazu habt, ja, YouTube, einfach in die Kommentare rein. Michael wird diese so persönlich durchforsten und auch beantworten, technischer Art und von meiner Seite eben Vertriebs- und Marketing, mit sehr starkem Fokus darauf, wenn ihr da irgendwelche Fragen habt. Positionierung, Skalierung, Neukundengewinnung oder eben auch technische Fragen direkt bezüglich Skalierung, Aufbau von GmbHs etc., dann ist es eher Michael seine Sache und ja, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf euer Feedback hier auf YouTube und dann sehen wir uns beim nächsten Unternehmer Entwickler Real Talk. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.